Vielen Dank, verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Raum und daheim. Also irgendwie scheint mir die Analyse, die die Union in ihrem Antrag des Tages hier an den Tag legt, nicht mehr so ganz zeitgemäß zu sein und entsprechend substanzlos. Und bei Herrn Bergers Redebeiträgen gewinne ich immer mehr den Eindruck, Sie haben nur den Zweck, die Luft im Plenum umzuwälzen. Was anderes kann man daran nicht finden. Aber ich bin Philanthrop und gebe die Hoffnung nicht auf. Das heißt das nämlich, und damit Sie, Herr Berger, im Ausschuss vielleicht wieder auf Ballhöhe kommen, empfehle ich zur Abwechslung mal, sich ein paar sachliche Argumente zum Thema anzuhören, wenigstens anzuhören. Erstens, Hochschulen sind Orte der Wissenschaft und nicht Wissenschaft selber. Sie sind auch keine Unternehmen. Daher erfordern sie ein eigenes organisatorisches Rahmenwerk und keine betriebswirtschaftliche Flickschusterei wie im Hochschulfreiheitsgesetz. Vielleicht können wir uns bei der weiteren Debatte im Plenum hier und in dem Ausschuss einmal darüber unterhalten, was Wissenschaft voranbringt und nicht irgendwelche Steigbügelhalterdiskussionen für irgendwelche Lobbygruppen mit ihren Partikularinteressen führen. Denn zweitens, die Gruppe der Hochschulrektoren ist eine von vielen Gruppen der nordrhein-westfälischen Hochschulen. Dass sich die Hochschulrektorenkonferenz und auch Landesrektorenkonferenzen als Stimmen der Hochschulen bezeichnen, kann man als Anmaßung werten. Es ist offensichtlich falsch. Sie sind die Leiter eines Ortes der Wissenschaft. Dass die Hochschulrektoren neuerdings auch diejenigen sein sollen, die Drittmittel an Land ziehen und oder Studierende in Grundlagenseminaren über wissenschaftliches Denken und Arbeiten informieren und lehren, das ist mir persönlich bislang entgangen. Daraus folgt drittens, die Leistungsbilanz, die Sie hier immer wieder ansprechen, hat die Leistung aller Beteiligten darzustellen. Also das Zusammenspiel von Hochschulleitungen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Studierenden sowie Wirtschaft und Politik. Alle Seiten benötigen die konstruktive Mithilfe der jeweils anderen und alle sind Teil des komplexen Mosaiks der Wissenschaftslandschaft in Nordrhein-Westfalen. Das sollte man wirklich nicht kleinreden. Die Hochschulen kommen ohne den Staat nicht aus, die Gesellschaft nicht ohne die Hochschulen und der Staat nicht ohne die Gesellschaft. Und in genau diesem Spektrum bewegen wir uns, wenn wir über ein Hochschulgesetz reden, von dem bislang leider nur wenige profitieren und an dem viele Hochschulmitglieder Schaden genommen haben. Sie alle wissen, dass die sachgrundlosen Befristungen bei den Beschäftigten an den Hochschulen durch das Hochschulfreiheitsgesetz auf teilweise bis zu 80% angestiegen sind. Das gehört auch zur Wahrheit der sogenannten Hochschulautonomie und dem Spielzeugpersonal, neudeutsch Human Resources. Alles in allem müssen wir zusammenfassen, dass der offene Dialogprozess des Ministeriums nicht die gewünschte Befriedung des Konfliktes gebracht hat. Und auch beim Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf selbst bleiben viele Fragen offen. Sie, Frau Ministerin Schulze, sind nach unserer Auffassung leider vor den allzu lauten Rufen der Rektoren und der Hochschulräte eingeknickt. Ich darf hier noch ein weiteres Mal dezent an das SPD-Wahlprogramm 2010 und das Grüne von 2012 erinnern, in denen beide Parteien die Abschaffung der Hochschulräte gefordert haben. Das Parlament hat aber jetzt noch reichlich Gelegenheit, auf den Gesetzentwurf einzuwirken. Und wenn es Ihnen ernst ist mit einer sachlichen Debatte um das Hochschulgesetz, sind wir gerne dazu bereit. Denn Sie wissen doch, uns geht es um die Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen und die damit befassten Menschen. Neoliberal ist ein anderes Wort für wissenschaftsfern und innovationsfeindlich. Auf die Wünsch-dir-was-Rhetorik der Markteffizienz der anderen Oppositionsparteien, Frau Schulze, lassen wir uns nicht ein. Wir betreiben das nicht weiter, denn es ist weder konstruktive Oppositionspolitik noch Innovationsmanagement. Noch ein Wort zum FDP-Antrag. Der enthält sicher Wichtiges und Richtiges, aber er weist an einigen Stellen leider gravierende technische Mängel auf, sodass ich meiner Fraktion zur Enthaltung raten muss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.